Hallo liebe Sportfanaten, willkommen zum neuen Vereinscheck. Ja, und heute haben wir uns wirklich viel Kraft aufgespart. Wir packen uns nämlich heute richtig viel Gewicht drauf. 120 Kilo, 150 Kilo, selbst 200 Kilo, überhaupt kein Problem. Naja, für mich schon, aber nicht für die Jungs der Gewichtheberabteilung des Berliner TSC. Gewichtheben wird beim TSC als Wettkampfsport betrieben. Die erste Mannschaft geht in der Bundesliga an den Start. Ziel für alle Sportler bleibt aber die Teilnahme an internationalen Großereignissen. Der Abteilungsleiter André Peutschke war selbst auch bei den Olympischen Spielen dabei. Ja, André, wenn man sich die Geschichte des Berliner TSC anschaut hier im Gewichtheben, dann habt ihr auch eine ganze Menge vorzuweisen. Was sind denn so die größten Erfolge? Ich denke, die größten Erfolge sind Olympiamedaillen, Olympiateilnahmen, Weltmeisterschaftsmedaillen, Europameisterschaftsmedaillen, und es zieht sich runter eigentlich bis in den Jugendbereich bei deutschen Meisterschaften regelmäßig viele Gold- und Silbermedaillen holen. Die Gewichtheberabteilung des TSC ist deutscher Bundesstützpunkt. Das bedeutet optimale Trainingsbedingungen, ein professionelles Umfeld und hochklassige Trainer. Doch nicht nur Weltklasseathleten findet man beim TSC. Wir sind für alle Altersklassen offen. Fängt bei den Kindern an und zieht sich durch bis zu den Senioren bei uns im Moment. Also die ältesten Sportler sind um die 70, die bei uns trainieren. Und so haben wir ein breites Spektrum und ja, haben Spaß alle zusammen. Und wenn es zum ganz großen Stoß nicht reicht, auch kein Problem. Mit 20 Abteilungen beim TSC findet sich für jedermann bestimmt auch eine andere Sportart. Soweit ist es allerdings bei mir noch nicht. Ich will jetzt mehr über das Gewichtheben in Erfahrung bringen. Das Gewichtheben entstand Ende des 19. Jahrhunderts und ist seit 1896 Teil der Olympischen Spiele. Bis zu 260 Kilo werden von den Athleten in die Luft gestemmt. Da könnte man erstmal vermuten, dass vor allem Kraft eine große Rolle spielt. Robert Joachim wird in diesem Jahr bei der Weltmeisterschaft an den Start gehen. Er erklärt mir, dass Muskelmasse aber nicht alles entscheidend ist. Kraft ist schon eine wichtige Rolle, aber entscheidend mehr ist die Technik, weil bis zu einem bestimmten Punkt kann man halt mit Kraft sehr viel machen, aber wenn die Technik dann halt nicht stimmt, nützt die meiste Kraft auch nicht. Trainiert werden beim Gewichtheben vor allem Bein-, Rücken- und Schultermuskulatur. Was sind denn so die Idealvoraussetzungen, die man mitbringen muss, um den Sport weit oben betreiben zu können? Ja, ich sag mal, Beweglichkeit ist halt sehr entscheidend, dass man beweglich in den Fußgelenken, im Schulterbereich ist, dass man vielleicht nicht allzu groß ist, sage ich mal, dass die Winkel halt von Arme, Beine, Rumpf einigermaßen passt und ja, halt den Spaß an der Freude, Gewichtheben zu machen, bisschen Interesse, Motivation, und dann sollte es eigentlich passen. Außerdem sollte man technisch flexibel sein, denn beim Gewichtheben gibt es zwei verschiedene Varianten, das Reißen und das Stoßen. Was sind genau der Unterschied da? Also bei uns fängt man halt mit dem Reißen an. Das Reißen ist im Prinzip die technisch anspruchsvollere Disziplin, wo die Hantel in einem Bewegungsablauf abgespult wird, sag ich mal. Und im Stoßen ist es halt zweigeteilt, dass man da das Umsetzen und das Ausstoßen hat. Und dadurch kann man halt technischere Probleme, die man vielleicht irgendwo hat beim Wegheben, besser korrigieren noch als beim Reißen. Ja, wunderbar. Dann würde ich sagen, entscheide ich mich fürs Stoßen und gehen jetzt mal an die lange Hantel. Dankeschön, Robert. So, die Hantel ist für mich jetzt wunderbar beladen mit 25 Kilo. Ich denke, das sollte ich hinkriegen. Allerdings die Technik, die lasse ich mir noch erklären von dem Michael, der ist WM-Teilnehmer. Michael, wunderbar, 25 Kilo. Wie kriege ich die denn jetzt hoch? Ganz leicht. Du stellst dich an die Hantel, Schulterbrett hin. Ja. Ganz an die Hantel ran. Gehst in die Hocke mit dem geraden Rücken und fährst dabei die Hantel an und ziehst sie mit Gefühl auf die Brust und gehst dabei in die Hocke. Sehr gut, jetzt stellst du dich gerade hin, machst einen Auftakt langsam in die Hocke und schiebst sie hinterm Kopf in den Ausfallschritt. Ja. Das ist sehr gut. Das ist WM-Niveau fast für Anfänger. Okay, also oben habe ich sie, ich denke, da lasse ich sie noch ein bisschen hoch. Und Michael, danke, dass du mir das gezeigt hast. Ich rette mich mal kurz in die Auswertung.
Ja, 25 Kilo erfolgreich nach oben zu bringen im Stoßen, denke, das habe ich als Anfänger ganz gut hinbekommen, obwohl ich nicht viel Kraft einsetzen musste. Aber wer sich natürlich dann bei den 250 Kilo versuchen will, der sollte natürlich eine Grundbasis der Kraft mitbringen. Kraft ist allerdings nicht alles entscheidend, sondern Beweglichkeit, Koordination und Schnelligkeit spielen ja auch eine ganz große Rolle, um ganz weit vorne dabei zu sein. Und wenn ihr diese Fähigkeiten erlernen möchtet, dann seid ihr hier beim Berliner TSC mit einem Monatsbeitrag von 8 bis 13 Euro dabei. Tja, und für alle, die Spaß gefunden haben am Gewichtheben, am 9.11. ist der nächste Wettkampftag des Berliner TSC. Das war's heute vom Vereincheck. Wir sehen uns das nächste Mal wieder. Bis dann. Macht's gut. Ciao.